Stadt, wie wird sie stattfinden? Was erwartet uns da? Es wird eine Wiesn 2022 geben und es wird eine Wiesn geben, wie sie alle Münchnerinnen und Münchner und alle Besucherinnen und Besucher kennen, nämlich ohne Beschränkungen. Es wird keine Zugangsbeschränkungen geben. Es wird aber auch auf dem Wiesnplatz selber keine Maskenpflicht geben und auch in den Bierzelten keine Vereinzelung von Menschen an den Tischen. Also es wird einfach ganz normale Wiesn geben. Einfach war diese Entscheidung nicht, weil es ein paar Rahmenbedingungen gibt, die nicht so sind, wie ich das die Jahre vorher gewohnt war. Es geht zum einen um die Ukraine, was alle verstehen werden. Das muss aber jeder mit sich selber ausmachen. Zum zweiten, noch wichtiger, die infektiologische Sicht. Da sagt aber Bund und Land derzeit einfach ausweislich dessen, dass sie mir keine Möglichkeit gegeben haben, eine Zugangsbeschränkung vorzusehen, dass es offenbar unbedenklich ist. Dem schließe ich mich jetzt einfach mal optimistisch an. Das heißt, es hätte quasi gar keine rechtlichen Grundlagen gegeben jetzt für Beschränkungen, oder wie kann man das formulieren? Hätte es welche gegeben, hätte ich tatsächlich ernsthaft darüber nachgedacht. Das habe ich ja immer gesagt und dazu stehe ich auch, weil ich glaube, dass es schon sicherer gewesen wäre, wenn tatsächlich nur beispielsweise aktuell getestete Menschen auf die Wiesn kommen werden. Das wäre die sicherste aller denkbaren Varianten. Wenn ein aktueller Test vorgewiesen wäre, dann weiß man, dass da niemand ist, der ansteckend ist. Aber dazu gab es keinerlei rechtliche Möglichkeiten. Ich habe das sowohl mit dem Bundesminister Lauterbach als auch mit der Staatsregierung besprochen. Dazu gibt es keine Möglichkeiten. Die beiden haben sie nicht genutzt, uns Kommunen diese Möglichkeit zu geben, wir als Veranstalter der Wiesn. Und deswegen gibt es keine. Freuen Sie sich persönlich drauf und was wünschen Sie sich gerade in diesem Jahr für die Wiesn? Ich freue mich auf jeden Fall drauf, sonst hätte ich tatsächlich auch mir anders überlegt. Ich denke, die Menschen warten auf sowas, das ist völlig klar. Ich erlebe das ja auch tagtäglich. Und es muss eigentlich ein Signal sein, nach wirklich 2,5 schwierigen Jahren für alle von uns, nach 2 Jahren Pandemie, 2,5 Jahren Pandemie, nach Krieg, dass wir einfach einen optimistischen Blick in die Zukunft kriegen. Und das hoffe ich wirklich sehr. Und deswegen freue ich mich. Letzte Frage, richtig versprechen, glaube ich, kann man, wissen wir alle, seit den letzten 2 Jahren kann man nichts. Also es gäbe auch im schlimmsten Fall die Möglichkeit, dass unser kurzfristig müsste es, wenn es jetzt ganz schlimm sich entwickelt, abgesagt werden, oder? Ja, das hat die Bundesregierung und die Landesregierung ja schon mehrfach bewiesen. Wir hatten ausverkaufte Stadien, die dann plötzlich ohne Zuschauer spielen mussten. Wir hatten große Konzerte, die abgesagt wurden, obwohl alle Karten verkauft wären. Und wenn das größte Volksfest der Welt tatsächlich die Gefahr liefe, eine große Infektionsherd zu werden, dann wird die Bundesregierung handeln. Davon gehe ich aus. Das hat auch Herr Lauterbach mir so versichert. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt, ganz ehrlich, denn sonst wären die ganzen Abwägungen, die die Damen und Herren da hoffentlich getroffen haben, wirklich falsch gewesen. Ich glaube und hoffe nicht, dass sie daneben liegen. Herr Reiter, jetzt hat er heute schon so oft erwähnt, Herr Ministerpräsident Söder, gerade vor 5 Minuten schon ein Bild gepostet mit Ihnen drauf. Er freut sich aufs Oktoberfest. Haben Sie mit ihm eigentlich vorab auch irgendwie gesprochen oder wie war da der Austausch? Ich habe nicht mit ihm gesprochen. Der war zwar jetzt 2 Jahre dabei, als es einfach war, aber dieses Jahr hat er irgendwie keine Zeit gehabt, dieses Gespräch zu teilen. Nein, im Ernst. Hat ja mehrfach gesagt, das ist meine Entscheidung. Das akzeptiere ich auch. Ich bin ja auch derjenige, der immer darauf pocht, meine Entscheidungen selber zu treffen. Deswegen haben wir auch nicht vorher darüber gesprochen. Er hat ja auch dankenswerterweise mit Ihrer aller Unterstützung mir jeden Tag gesagt, was er hält. Also insoweit braucht es mir auch nicht wirklich persönlich sagen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Alles klar.